paar, neudeutsch gesprochen, Essentials, also wichtige Punkte für die Ausgestaltung der direkten Demokratie. Das erste, wir sind für die Gleichrangigkeit von direkter Demokratie mit repräsentativer Demokratie. Gleichrangigkeit bedeutet, dass die Bürgerinnen und Bürger über genau die gleichen Dinge abstimmen dürfen wie auch die Vertreterinnen und Vertreter. Alles andere, finde ich, kann man auch logisch nicht rechtfertigen. Warum soll zum Beispiel nur ein Gemeinderat über Bauprojekte abstimmen dürfen? Das ist ja auch ein Problem hier in Baden-Württemberg. Aber nicht die Bürger. Das war der Grund, warum ein Bürgerbegehren zum Stuttgart 21 nicht zulässig war. Also das ist völlig widersinnig. Ja? Oder warum soll nur ein Landtag über teure Projekte, also über haushaltsrelevante Projekte entscheiden müssen, nicht aber die Bürger, die das Geld im Zweifelsfall aufbringen. Ja? Deswegen bin ich dafür, dass es eben keinen Themenausschuss gibt. Aber eben das, was ich eben schon angesprochen habe, eine Vorprüfung. Das heißt, es soll, das ist wirklich wichtig, aus meiner Sicht zumindest, es soll in einer frühen Phase festgestellt werden, ist das, was ich als Bürgerinitiative will, mit einem Bürger- oder Volksbegehren zulässig. Das heißt, ist es rechtlich möglich? Ja? Man kann natürlich nicht, ich sage mal ein extremes Beispiel, die Todesstrafe wieder einführen in Deutschland. Das geht nicht, weil es verstößt gegen Europarecht, gegen Völkerrecht, das verstößt auch gegen die Grundüberzeugung der Verfassung. Und das kann die Minarettinitiative in der Schweiz. Da ist zumindest sehr fragwürdig, ob das in Deutschland zulassungsfähig wäre, weil das möglicherweise gegen die Religionsfreiheit verstößt. Das ist nicht diskriminierend. Und es ist Diskriminierung im Fernsehen, werde ich. Die Frage mit der Religionsfreiheit ist umstritten, aber es ist ganz klar, dass das Minarettverbot gegen das Diskriminierungsverbot verstößt, wenn man sich vorstellt, genau dasselbe Turm hat oben ein Kreuz. Kann er gebaut werden, genau dasselbe Turm hat oben eine Mercedes-Werbung, kann gebaut werden. Wenn genau dasselbe Turm hat oben einen Halbmond, dann ist es nicht zulässig. Also die Diskriminierung liegt auf der Hand. Insofern ist auch ganz eindeutig ein Verstoß gegen die Menschenrechte. Bin recht, ja. Ja, wer macht diese Vorprüfung? Das macht das jeweilig zuständige Ministerium. Allerdings schlagen wir zumindest vor, dass wenn ein Ministerium oder eine Landesregierung das für uns lässig hält, es dann zum Verfassungsgericht gehen muss. So ist es zum Beispiel in Berlin. Also wenn der Senat sagt, nö, was wir wollen, das geht nicht, dann muss der Senat zum Verfassungsgericht gehen. Und die Gerichte, da muss man wirklich mal eine Lanze brechen, haben in den letzten Jahren eine Reihe von wirklich wichtigen Entscheidungen pro direkte Demokratie, also pro Zulässigkeit von Bürgerinitiativen getroffen. Zum Beispiel in Hamburg, in Berlin. Zugelassen, ja. Also in Berlin diese Kita-Entscheidung, das ist nicht zugelassen worden vom Senat, der hat gesagt, das greift den Haushalt ein, das ist alles, geht nicht, und das Gericht hat das zugelassen. Ja. Gut, dann zweiter Punkt, ich will jetzt nicht in große Zahlendebatte einsteigen, kann man vielleicht noch so schwer erstmal nachvollziehen, also wir schlagen für die Landesebene vor, dass ein Volksbegehren nicht mehr als 5% der Unterschriften der Wahlberechtigten braucht. Warum 5%? Letztendlich sind Zahlen immer irgendwie willkürlich. Es sind einfach Erfahrungswerte. Wir haben zum Beispiel in Hamburg 5%, wir haben in Berlin 7%, wir haben in Schleswig-Holstein 5%. Wir haben in manchen anderen Bundesländern eben deutlich mehr. Hier in Baden-Württemberg zum Beispiel 16,6%, in Hessen 20%, in Bayern 10%. Und es ist wirklich so, da wo die Hürden höher sind, findet einfach weniger Praxis statt. Und wir haben es ungefähr daran orientiert, wir wollen natürlich eine lebendige Praxis haben. Allerdings ist es schon auch wichtig, dass nicht über zu viel Kleinstrafzeug abgestimmt wird. Auch das nützt dem Instrument nicht, sondern es muss so wirklich um relevante, wichtige Fragen gehen. Und wenn man maximal 5% festlegt, dann kann man relativ sicher sein, dass dann wirklich wichtige Fragen zur Abstimmung kommen. Freie Unterschriftensammlung ist ganz entscheidend. Das heißt, dass es möglich sein muss, auf der Straße, im Bekanntenkreis, bei Veranstaltungen Unterschriften zu sammeln. Das geht in der Hälfte der Bundesländer nicht. Zum Beispiel in Baden-Württemberg ist es nicht zulässig, in Bayern ist es nicht zulässig, in Brandenburg nicht. Und das ist natürlich eine enorme Erschwerung. Das heißt, die Bürger müssen in Baden-Württemberg beim Volksbegehren aufs Amt gehen, aufs Meldeamt. Und zwar innerhalb von 14 Tagen sich eintragen. 1,2 Millionen. Das hat noch nie funktioniert. Ja, aber in der Realität leider. Pro Unterschrift eine Sekunde. Ja. Also es ist wirklich der Hammer. Und das ist eine der umstrittensten Fragen überhaupt, weil die Gegner der direkten Demokratie haben erkannt, welches Potenzial die freie Sammlung hatte. Deswegen ist das genauso die Stelle, wo immer wieder gestritten wird, wo immer wieder gekämpft wird. Und da kann man auch wirklich sehen, ob es jemand ernst meint oder nicht. Ja, dann kommen wirklich irre Argumente, da wird zum Beispiel gesagt,
sagten sie SPD in Brandenburg, sie wollen nicht, dass die Menschen belästigt werden, wenn sie Einkaufstüten aus dem Supermarkt kriegen. Als ernsthaftes Argument gegen freie Sammlung. Ja, und wird gesagt, die Leute überlegen ja dann nicht genug, ob sie unterschreiben. Wenn sie aufs Amt gehen, dann müssen sie überlegen und dann müssen sie sich den Kopf machen, dann ist das richtig aufwendig. Ja, möglicherweise überlegen sie länger, aber dafür müssen sie auch in Brandenburg jetzt eine halbe Stunde mit dem Bus fahren zu diesen Wäldern, was dann nur nachmittags von 16 bis 18 Uhr geöffnet wird. Ja. Also zumal ein Volksbegehren ist keine Entscheidung. Es ist ein Entscheidungsvorbehalt, dann wird noch nichts entschieden. Also es ist absurd, aber wie gesagt, wir haben immer noch die Hälfte der Bundesländer, wo das nicht geht. Das ist eine unserer wichtigsten Forderungen überhaupt. Und das passt der Wahl zu Österreich sehr gut, weil ich das Problem auch. Wir haben das Problem sehr stark. Also auf Bundesebene, das Volksbegehren habe ich bereits erwähnt, muss man auch aufs Gemeindeamt gehen. Und das ist praktisch so, dass von den Sympathisantinnen und Sympathisanten ungefähr 70-90% ausfallen, die man zwar überzeugen konnte, dass das ein gutes Anliegen ist, die dann aber aus irgendwelchen Gründen dann nicht aufs Gemeindeamt gehen. Das heißt, der Ressourceneinsatz, um ein erfolgreiches Volksbegehren zu erreichen, ist ein sehr viel höherer. Und auf Landesebene, wir haben 9 Bundesländer, 7 davon haben auch die Ansammlung. Das heißt, in 2 Bundesländern gibt es das zwar, aber die ganz große Mehrheit hat auch auf Landesebene die Ansammlung und eben nicht die Preisammlung. Das ist auch bei uns eine ganz starke Form. Ja. So, das Info hatten wir schon, kein Kuchen oder Holzschalt, den kann ich jetzt nur springen. Ja, das ist auch eine ganz wichtige Frage, die, muss ich auch gestehen, auch bei uns selber nicht unumstritten ist. Und zwar, wie ist es mit, der Verfassung, mit der Landesverfassung oder auch mal mit dem Grundgesetz? Also erstmal, wir wollen, dass man Verfassung ändern darf, direkt demokratisch. Wir wollen, dass es Volksbegehren gibt, mit dem man die Baden-Württemberg Verfassung ändern kann oder das Grundgesetz. Wollen wir zulassen, keine Frage. Die Frage ist aber schon, die man sich ernsthaft stellen muss, welche Mehrheit soll das gelten? Soll das genauso einfach gehen wie die Änderung eines Waldgesetzes oder eines Abfallgesetzes oder so immer? Meine persönliche Überzeugung ist, dass es nicht richtig ist, sondern dass man eine Erschwerung bei Verfassungsänderungen braucht. Zum Beispiel eine Zweidrittelmehrheit. Das gilt auch im Parlament, wobei man das nicht vergleichen kann. Die Abläufe sind natürlich ganz andere, aber ich finde es schon richtig, dass man Verfassungen einen höheren Stellenwert gibt als einfach Gesetzen. Weil sonst wird auch Folgendes passieren, sonst werden, das kann man in der Schweiz beobachten, es werden alle Initiativen versuchen, ihr Anliegen, selbst wenn es noch so kleinteilig ist, in die Verfassung zu schreiben. Ich war im letzten Jahr in Kalifornien, habe da mal die Erfahrung mit der dortigen direkten Demokratie angesehen. Die kalifornische Verfassung ist also so ein dickes Buch und da stehen wirklich Fischfangquoten drin und Bestimmungen über Fischernetze, weil da im 19. Jahrhundert über solche Sachen abgestimmt worden ist und das haben die in die Verfassung reingeschrieben. Schweizer Verfassung ähnlich. Es ist schrecklicher. Also Minarettverbot. Das ist ein Minarettverbot. In der Schweizer Verfassung steht, der Bau von Minaretten ist verboten. Das ist eine Frage, wenn man es überhaupt regeln will, dann gehört es in die Bauordnung. Aber nicht mehr in der Verfassung. Ja, das wird mit Sicherheit der Fall sein, wenn man die gleiche Hürde hat für Verfassungsänderungen wie bei einfachen Gesetzen. Wie gesagt, das ist aber umstritten auch bei uns. Dann noch der letzte Punkt, last but not least, sehr wichtig. Informations- und Spendentransparenzregelung. Wir schlagen vor, dass bei direktdemokratischen Verfahren, vor allem vor der Volksabstimmung, erstens eine Klarheit herrscht, wer finanziert eine Kampagne. Wir haben in Berlin es erlebt, es gab mehrere Volksbegehren, die mit sehr, sehr viel Aufwand finanziert worden sind. Da ging es einmal um den Flughafen Tempelhof und einmal um den Religionsunterricht. Da standen jeweils sehr, sehr zahlungskräftige Initiativen dahinter. Die ganze Stadt war voll plakatiert. Es gab also Flugblätter überall, es hat das von Zeit. Ist auch alles legitim, ist auch in Ordnung. Aber die Institutoren haben nicht gesagt, wo sie dazu gefragt worden sind, woher das Geld kommt. Und die Tempelhof-Initiative hat sogar behauptet, sie hätten keine einzige Spende bekommen, die höher als 50.000 Euro ist. Weil dann hätte nämlich der Name des Spenders veröffentlicht werden müssen. Das war damals schon gesetzlich geregelt. Geglaubt hat das niemand, aber man konnte es nicht nachweisen. Jetzt hat man diese Hürde auf 5.000 Euro gesenkt. Also jede Spende, die höher als 5.000 Euro ist, muss veröffentlicht werden. Das finden wir richtig, weil natürlich auch bei der direkten Demokratie Interessen im Spiel sind. Das heißt Wirtschaftsinteressen, Lobbyinteressen. Und es ist auch legitim, sich zu in der positiven Demokratie, aber es muss sichtbar sein, dass die Bürger sehen können, wer will da eigentlich was voranbringen. Möglicherweise kann man dann auch die Hintergründe
besser verstehen. Das ist uns ganz wichtig. Da haben wir auch dazugelernt, sage ich ganz ehrlich. Ich habe zwar so lange Zeit nicht auf dem Zettel, aber die Erfahrungen in Berlin und Hamburg haben es ein bisschen schlauer werden lassen. Und das muss unbedingt überall auch gesetzlich geregelt werden. Der andere Punkt ist die Frage der Information. Das hatten wir vorhin schon mal ganz kurz andiskutiert. Wir schlagen da das Schweizer Modell vor, dass vor einer Volksabstimmung alle Wahlberechtigten ein Informationsheft ins Haus geschickt bekommen. Mit den Argumenten pro und contra einer jeweiligen Initiative und mit einer allgemeinverständlichen Zusammenfassung, worum es eigentlich geht. Ja? Die Argumente schreibt die Initiative selber, sie hat Volksbegehren voranbringt, und die Gegenargumente schreibt die Parlamentsmehrheit, weil die Parlamentsmehrheit in der Regel immer gegen ein Volksbegehren ist, weil sonst könnte sie es ja nur selbst beschließen. Das funktioniert auf der Praxis ganz gut. Was immer umstritten ist, so eine allgemeinverständliche Zusammenfassung. Wer schreibt das und was ist natürlich neutral, wie geht das? Da wird man noch nie zu einer perfekten Lösung kommen. Das wird man wohl nicht anders machen können, als irgendwie der öffentlichen Hand zuzuordnen. Oder vielleicht eine unabhängige Kommission, weiß ich nicht. Es gibt in Irland natürlich eine eigene Kommission, eine Referendumskommission, das wäre eine Möglichkeit. Aber es muss halt irgendjemand machen, der eben dafür legitimiert ist. Ja. Und dann ist natürlich nicht sicher, dass alle das lesen und alle diese Argumente auch verstehen und auch so verinnerlichen, aber es ist dann ein Angebot an die Bürger, diese Informationen aufzunehmen und dann auf einer besseren Grundlage eine Entscheidung zu treffen und nicht nur über die Medien zu informieren. Ja. Weil wir wollen natürlich nicht nur das Massenmedien die Bürger beeinflussen, wobei man auch die Rolle der Medien auch manchmal auch überschätzt. Ja. Da habe ich auch schon interessante Kampagnen erlebt, wo bestimmte Medien ganz brutal für ein bestimmtes Ergebnis Werbung gemacht haben und es hat überhaupt nichts genützt. Also das, nur wenn die Bildzeitung, um es mal beim Namen zu nennen, unbedingt irgendetwas will, heißt es noch lange nicht, dass es auf die Mehrheit der Bevölkerung zusieht. Ja, ich denke, wir können jetzt sowieso in die Diskussion und Fragerunde einsteigen, dass das jetzt erstmal von uns gewesen ist. Oder hast du noch was zu ergänzen? Also im Grunde, wir sehen das genauso. Wir haben uns geeinigt auf 5 Prinzipien, die aus unserer Sicht in Österreich verwirklicht sein sollen, im direkt demokratischen Prozessdesign. Einerseits Wirksamkeit, Volksabstimmung muss wirksam sein, das heißt verbindlich sein. In Österreich gibt es sehr viele Volksbefragungen, die eben unverbindlich sind, das ist genau das, was wir nicht wollen. Wenn es verbindlich ist, dann entfaltet es auch schon im Vorfeld gewisse Wirkungen. Das heißt, weil die Politiker und Politikerinnen wissen, es könnte eine Volksabstimmung kommen, wird auch die Politik dann den Bürger und Bürgerinnen näher. Das ist das eine Prinzip. Das andere Prinzip ist menschenrechtskonform. Das haben wir hier auch mit der Vorprüfung gehabt. Es soll im Vorfeld geprüft werden, ob es mit den Menschenrechten vereinbar ist. Dann haben wir Punkte, die im Grunde auch hier vorkommen. Benennen wir mit Bürger, Bürgerinnen freundlich, das heißt, die Hürden sollten gesenkt werden, es soll die freie Unterschriftensammlung geben. Dann ist für uns auch sehr wichtig, dass der Prozess der Meinungsbildung diskursiv und deliberativ ausgestaltet ist, das heißt, es soll ein relativ langer Zeitraum sein von der Festlegung des Abstimmungstermins bis zum Abstimmungstermin selber. Das heißt, es muss möglich sein, sich allen Interessengruppen ausführlich zu Wort melden und dass Experten sich einbringen und dass sich wirklich alle ein Bild der Meinungen pro und contra verschaffen können. Und letztlich haben wir noch als 5. Prinzip, dass die Abstimmungsauseinandersetzung fair sein muss. Das heißt, es muss auch eine Chancengleichheit geben. Insofern fordern wir auch, weil eine Abstimmungsauseinandersetzung auch Geld kostet, eine gewisse Kostenerstattung. Ja, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und wir können jetzt gerne in eine spannende, hoffentlich spannende, vielleicht auch kontroverse Debatte einsteigen. Applaus